Was denn hier los? Wie, was denn hier los? Miss Mac, es ist Mittwoch. Mittwoch, ja, 18 eben. Uhr. Also, es wird Zeit, Musik zu machen. Dover Quack Intro? Quack, 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 Quack. Leute, ihr kriegt hier Entertainment bis zum Gate nicht mehr. Ist euch von meinen Kids? Kiel und Kilian. Kiel und Kilian ausrichten, dass die Musik sehr schön ist. Oh mein Gott. Er hat Kilian gesagt. Kilian? Ja, Kilian hat sich vermutlich gefreut, dass du seinen Namen gesagt hast. Ach so. Kilian, 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 Kilian. Ich wusste es. Entschuldigung, ich habe dieses Thaddäus-Ding. Klaus, Klaus, Klaus. Also, gibt es jetzt Deep Talk? Nee, Yara, kein Deep Talk. Es gibt nur Hate. Hier gibt es nur Hass. Ich wollte nur ganz kurz ansprechen, Senseiya, an dich persönlich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du Teil der Crew bist. Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier und hast sehr viel Spaß. Aber du gehst mir damn auf den Sack. Also, damn. Bro, jedes Video hat ein Brotbaguette und ein Hasen-Emoji-Kommentar von Senseiya bekommen. Ich wollte dir alternativ vorschlagen, dass du doch mal ein Hobby dir suchen kannst, weißt du? Also, du bist frech. Tennis spielen oder Golfen. Also Yara schreibt, Jam muss direkt sein, dafür steht er mit seinem Namen. Eben. Senseiya muss vielleicht, ich weiß nicht, wie alt du bist, Senseiya, vielleicht musst du einfach verstehen. Der Gag war gut, genau. Aber jetzt ist er vorbei. Genau. Wir haben dich trotzdem lieb, das ist kein Angriff gegen dich, genau. Aber gerade weil du ja sagst, dass du Autistik bist, einfach direkt klare Ansage. Ja, ich habe immer Angst, dass es irgendwie ein bisschen böse rüberkommt, weil so meine ich es halt nicht. Du kommst immer ein bisschen böse rüber. Ja, aber es liegt an der Glatze und meinem Bart. Und wenn ich dann meine Augen noch so mache, dann kriegt man automatisch Angst. Ich kann da nichts machen, es tut mir leid. Alter, den habe ich bis hierhin gerochen. Du rochen. Mahlzeit. Warte mal, warum werde ich gerade versteigert? Und warum sind wir nur bei 10 Kamelen? Wer bietet mehr? Warum kommt da die Kofi-Animation? Da kommt eine Animation, aber kein Sound. Leute, da war gerade die Kofi-Animation. Aber kein Sound und kein... Da, Levian hat Geld gegeben. Hä? Aber es kam kein Sound. What? $5! Ich habe aber nur 7. In Ordnung. Wir machen den Sound selbst, Leute. Ja, Dankeschön. Danke. Guck mal, wie wir jetzt schon voranschreiten. Aber es muss noch bis hier. Ich habe vergessen, wo wir eben den Finger hatten. Wer hatte den hier? Eindeutig. Ich glaube, der war da. Guck mal, die finden sich sogar gut unterhalten, während wir hier schamlos um Geld betteln. Wir trainieren schon mal. Für den Fall, dass wir auf der Straße landen. Also für den sicheren Fall. Ne? Weil dann müssen wir ja auf der... Wir hängen dann in den Regionalbahnen rum. Wir können uns ein Bahnticket leisten. Hallo, halt ein bisschen schwarz fahren. Chill mal, wir sind Piraten. Woher greift das Bürgergeld? Nicht für Studenten übrigens. Aber wenn wir das hier nicht vollkriegen, dann sind wir auch keine Studenten mehr. Ja, also, das spielt auch keine Rolle. Ich fühle mich wie auf dem Bazar. Du fühlst dich wie auf dem Bazar? Ich wurde gerade mit Kamelen, auf mich wurden gerade Kamele geboten. Wir ziehen uns einfach unsere dummen Hüte an, unsere Idiotenhüte. Ja. Oh, sollen wir die mal holen? Oh, so geht das. $5. Ich Schatz, Mel hat gespendet. Dankeschön, Mel. Danke, Mel. Dankeschön. Danke, Mel. Jetzt können wir uns wieder was zu essen leisten. Dankeschön, Mel. Tschuck, gesell. Tschuck. Tschuck, gesell. Dankeschön, Mel. Das ist meiner. Ach, das ist deiner? Dann ich weiß nicht, wo deiner ist. Ich gehe meinen Hut suchen. Ah. Es sieht einfach aus wie ein Ah. Ja, die habe ich auch selbst gemacht, die Hüte. Und jeder Bommel hat auch eine andere Farbe. Der ist High Fashion, aber wirklich. Dann habe ich halt keinen Hut. Eine Millisekunde. Der passt dir halt leider nicht. Der sitzt dann so. Jetzt sehe ich aus wie ein Magic-Spieler. Ich habe übrigens voll das geile Magic-Deck. Also falls wir uns mal sehen und jemand spielt Magic von euch, bringt eure Decks mit, Leute. Aber nur Commander. Ich kann nur Commander spielen. Ich habe nur Commander beigebracht bekommen. Dann können wir Karten zocken, Leute. Was geht ab, Vanillebacke? Was geht ab, Schokobatte? Backe, Batte. Du triggerst mich gerade. Was habe ich getan? Du hast mich Vanillebacke genannt. Und ich hatte früher einen besten Freund, beziehungsweise ich habe ihn immer noch, aber ich habe halt kaum Kontakt zu ihm leider. Er war mein Schokobär und ich war sein Vanillebär. So wie sich JD und Turk in Scrubs auch genannt haben. So, wollen wir mal ein bisschen gucken, was ihr so gemalt habt. Ein bisschen rösten, Leute. Dieses Geräusch hat mich gerade an meinen Vater erinnert. Gänsehaut Jam macht das nie wieder. Mal denn? Keine Ahnung, wahrscheinlich hast du dich wieder richtig ekelhaft geräuspert oder so. Das erinnert immer alle Leute an ihre Väter. Ich bin ja auch euer Daddy. Mein Bruder hat durch Brokkoli eine Psychose entwickelt. Macht dir ein bisschen die Stimmung kaputt, Nisi. Aber ist okay.
Armin, er ist jetzt Frühhändler. Siehst du, gut, muss ich arbeiten. Ja. Also wir haben noch eine Story-Auflage. Wollt ihr Story hören oder wollt ihr Roast? Wollt ihr hören, was uns passiert ist? Ist eine kurze Story, okay? Wir waren im Essen. Wir waren im Essen, ist ein Trödelmarkt. Ein richtig großer, also ein riesiger Trödelmarkt. Also wirklich, also... Stimmt, 30 Zentimeter Trödelmarkt. Locker. Du lenkst total ab. Die Geschichte dauert eigentlich nur 30 Sekunden. Und er zieht das so in die Länge. Entschuldigung, okay. Dann erzähl du weiter, wenn du so gut in Story erzählen bist. Nicht nur, wenn wir zu Hause sind, in unseren vier Wänden und für euch sind wir so blöd drauf, sondern... Immer und überall und auch in der Öffentlichkeit. Von Jam-Pets. Da sind wir halt von Stand zu Stand und haben so alles Mögliche kommentiert, was wir gefunden haben und ein bisschen Blödsinn gemacht und Leute erheitert und uns erheitert. Und dann kamen wir an einen Stand und da lag so eine kleine herzförmige Dose. Die sah so aus wie diese Herzkette von Calypso. Und die hatte so genau die richtige Größe für eine so eine Ringschachtel. Also habe ich die natürlich genommen, sie so aufgemacht zu Jam und war so, da ist kein Ring drin. Du wolltest mir doch einen Antrag machen, da würde perfekt ein Ring reinpassen. Willst du mir nicht einen Antrag machen? Hä? Da war doch was, wolltest du nicht? Hat sie mich richtig laut auf dem Straßen, auf diesem Trödelmarkt dazu gedrängt, einen Antrag zu machen. Ja, richtig gepressured. Ich hatte ja noch nie mal einen Ring. Bescheuert. Plötzlich kommt eine random Frau an uns vorbeigelaufen quasi und im Vorbeilaufen... Die ist nicht mal stehen geblieben. Die ist nicht stehen geblieben, droppt ihr halt einen Satz. Also so richtig trocken. Die guckt Gwen so in die Augen, guckt sie so an, so... Emanzipieren Sie sich. Geht einfach weiter. Das war übel geil. Excuse me, die Story war gut. Das war meine Mutter. Alter, eine so random geil. Frau, die kommt einfach in unsere Szene rein und ist so, emanzipieren Sie sich. Oh, das war übel geil. Hat, boah, wir haben so. Und sie ist drauf eingestiegen. Ja. Und da lief eine andere Frau an uns vorbei und war so, what? Hä? What? Danke für die Bits, Limonsa. 5.000? Dankeschön! Dankeschön, aber what? Warum so viel? Jetzt aber Fußbild. Und Goku ist die ganze Zeit so, privat. Antrag, Antrag, ich will einen Antrag hören. Und dann so, ich bin enttäuscht, ich habe mit was Romantischem gerechnet, also mega funny, aber enttäuscht. Goku, Antrag kommt, ne? Vielleicht werden einige von euch vorher ja eingewiesen. Eingeweiht. Eingeweiht, eingewiesen. Eingewiesen in die Psychiatrie. Eingeweiht, ja, natürlich meine ich eingeweiht. Sie steht nämlich auf Rom-Coms und Überraschungen und so. Das soll sie schon kriegen. Ne? Machst du mir den Antrag? Was? Wieso? Goku? Jetzt steht Goku erst dran. Nein, ich mache euch keinen Antrag. Wir gehen jetzt hier in die Höhlenmalerei von Goku. Also, das Erste, was mir auffällt, ist der Hintergrund. Und zwar hat der überhaupt keine Form. Wir gucken in die Values rein, Goku. Und wir sehen, was sehen wir? Hier ist alles, also hier... Ist viel zu hell alles. Hier findet quasi keinen Struktur statt. Von den Höhlenmalereien hinten einfach zwei der Figuren verschwinden in den Values. Was ich mir hier auf jeden Fall gewünscht hätte, Goku, ist, dass hier die Formen, die du angedeutet hast, wo die Höhle lang geht, ne, dass die dann dementsprechend auch ein bisschen dunkler sind und uns die Form deutlicher gezeigt wird. Leviana schreibt, das ist übelst das gute Beispiel für Value Fails. Ja, kann man bestimmt gut auf TikTok zeigen, definitiv. Aber Goku macht echt gute Fortschritte, auf jeden Fall. Und was ja er noch gar nicht sozusagen, was wir noch gar nicht richtig besprochen haben, ist die Nutzung von Farbe. Ne? Da wird es ja so ein bisschen, da kann man richtig tief in die Materie gehen. Den ganzen Charakter hätte ich an deiner Stelle, da können wir hier mal einen Belichtung raum machen. Aber ich finde es auch so krass, dass das Gokus Anfänge sind. Ja, definitiv. Heavy. Das ist insane. Für einen Anfänger ist das übel krass. Ah, unterstützt du, Johanna? Aha. Ja, er hat gesagt, Johanna, das hat ganz viel unterstützt. Ach so, kommen daher die krassen Fortschritte. Weil ich bin, das ist untypisch, dass man so schnell so gut wird. Ne? Das und Bartschatten schreibt, Johanna, das ist schuld. Goku hatte alles richtig und Johanna, das hat es verschlimmbessert. Bartschatten schon wieder am Haten. Hier einfach nur mit einem Belichtungsfilter ganz kurz alles dunkler gemacht. Erstmal brauchen wir starke Konturen. Ne? Das heißt, hier Muskeln und so, das ziehst du dann quasi alles nach. Jetzt wird es nämlich mega interessant. Pass auf. Das ist das, was ich vorher gemacht habe. Ich habe ja nur dunkel gemacht. Ja. Okay? Wenn ich das jetzt aber wieder aufhelle, diese Stelle mit Fotolicht, ne? Wenn ich das jetzt hier einfach ein bisschen aufhelle, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass ich das aufgehellt habe, ohne Schwarz zu benutzen, also ohne irgendwie eine Form von diese Konturlinien zu benutzen, da Shape reinzubringen, indem ich einfach nur die Hautfarbe benutze, ein bisschen saturierter Masse. Und dann gehe ich hier zum Beispiel rein. Jetzt stelle ich hier quasi Muskeln da, ohne in der Dynamik, in der Range der Farben.
irgendwie zu krass ins Schwarze oder ins Graue oder so zu gehen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr liebe an Color Theory zum Beispiel. Also du gehst gerade voll ins Hautrendern. Ja. Und ich weiß, dass du da voll drin aufgehst. Das stimmt. Okay. So, stop it. Aber siehst du... Du darfst dir nichts machen. Ja, ist ja gut. Sorry, ist ja sorry. Aber ne, seht ihr jetzt, was da passiert? Was zum Teufel? Der Bex, der B-Bex hat mit 100 Bits gecheert. Ich lerne gerade mehr als in den letzten 2 Jahren. Dankeschön! Yeah! Hey. Ich zeig euch kurz ein Bild. Warte, ich geh mal kurz. Das waren echt krasse Fortschritte jetzt. Ich bin halt krass! Jam, gib's einfach zu. Goku ist dein Lieblingskind der Crew. Das ist einer meiner Lieblingskinder. Ich gib's dazu. Wenn Lehrer sagen, sie haben keine Lieblingsschüler, ist gelogen. Es ja, aber auch wirklich nur, weil Goku halt gerade so richtig anfängt mit dem Malen. Ja, und auch so eine Motivation hat, so, weißt du? Ja. Und der geht da voll drin auf. Bartschatten auf die eine, schreibt Bartschatten. Das ist das Bild von Len. Das ist das nächste Overpaint, okay? Ich wollte euch nämlich eine Sache fragen. Was denkt ihr, was ich an diesem Bild verändert habe? Wo seht ihr Probleme? Ich zeige euch mal die Values im Bild. Wo seht ihr Probleme? Was hättet ihr anders gemacht? Beziehungsweise, was denkt ihr, was ich als Profi, als euer künstlerischer Gott und Leiter anders gemacht habe? Was denkt ihr, was habe ich verändert? Das Rot ist falsch. Bisschen präziser, bitte. Unten heller, beziehungsweise generell heller. Mhm. Ja. Generell. Die Flosse, ja, was hättest du an der Flosse verändert, Nisi? Geht etwas unter, ja, finde ich auch. Mhm. Ich zeige euch mal, was habe ich denn als erstes gemacht? Das ist die erste Veränderung. Ich habe hier ein paar Layer, das seht ihr. Das ist die erste Veränderung. Also was ich zum Beispiel, das ist, was Yara gerade gesagt hat, war absolut richtig. Danke dafür, Yara. Mhm. Hier unten ist einfach, ne, ist ja eine Lichtquelle. Das Ding wird ja auch von unten angeleuchtet, aber es war hier nicht hell genug. Also. Not Gay schreibt, vorher war besser. Natürlich war vorher besser. Jetzt muss ich Not Gay noch vorlesen. Gwen beim ersten Mal Jam sehen, ah, oh, der ist so hässlich, ich liebe ihn. Der hat mir voll lange nicht gesagt, dass sie mich liebt. Ja, Jam war da der Erste. Oh, du warst der Erste. Ich war der männliche Mann. Der maskuline Mann. Der maskuline Mann. Aber ich beherrsche mich. Aber es ist schwer, sich zu beherrschen. Es ist schwer, sich zu kontrollieren. Es hat mich etwas an diesem Character-Design gestört. Ich habe den Charakter ein bisschen... Das wird mir zu romantisch hier. Also. Jetzt mach mal. Ja, ich will gern wissen, was die Leute denken, was mich an diesem Charakter-Design gestört hat. Was würdet ihr an dieser Figur verändern, damit sie mehr in diese ganze Szene reinpasst? Was glaubt ihr, was habt mich gestört? Versucht mehr zu lernen, zu denken wie ich. Ne? Das ist der erste Schritt, um so gut zu werden wie ich. Ich finde sie zu dunkel erstmal, definitiv, Mel. Yara sagt, Flügel. Also die Figur ist zu dunkel, aber was Yara sagt, finde ich sehr gut. Danke, Yara. Ne? Du tickst wie ich, das finde ich gut. Das ist schon mal ein guter Schritt, das höre ich sehr gern. Warum hat ein Unterwasserwesen Flügel? Why? Warum hat die Flügel... Und warum sind die auch noch zerrissen? Ich konnte das nicht mal als Flügel lesen. Wirklich. Eben. Jam hat mir erzählt, so, ja, diese Flügel, die mag ich nicht. Und ich war so, das sind Flügel. So, es wird immer wieder Menschen in eurem Leben geben, auf eurer künstlerischen Reise, die sagen, ah, deine Kreativität ist das Wichtigste, lass alles fließen. Ne? Wenn das Vieh Flügel hat, dann hat es halt Flügel. Ne? Hört nicht auf diese Waldorfschul-Scheiße, okay? Ich verbiete euch so zu denken. Ne? Wenn ihr ein gewisses Level erreicht habt, dann dürft ihr nicht mehr so denken. Ihr dürft so lange denken, also eure Kreativität ist das Wichtigste in eurem Prozess, ein besserer Künstler zu werden. Klar, ne? Aber wenn ihr ein gewisses Level an Können erreicht habt, dann müsst ihr anfangen, logisch zu sein. Er muss das anfangen, authentisch zu sein. Dann müsst ihr eure Bilder verkaufen können. Ne? Dann müssen wir, muss der Betrachter muss mehr in den Fokus rücken bei euren Bildern. Ne? Also nicht natürlich, nicht zu 100%. Man muss sich dann auch ein bisschen trennen, ne? Von diesem sehr... naiven Denken. Schatz, da kommen die Biologen raus. Es gibt fliegende Fische. Ja, ich weiß, dass es fliegende Fische gibt. Ist gut. Mich interessiert in solchen Momenten nicht, was die Realität ist. Das meine ich damit nicht. Was mich interessiert ist, kaufe ich das als Betrachter ab? Ne, kaufe ich das ab? Glaube ich das? Kann ich was damit anfangen? Und was sagt man da bei Picasso? Mel, jetzt komm ich nicht mit Picasso, ne? Jetzt tu mal nicht so, als würdest du dir täglich Picasso-Bilder angucken und sagen, ach, oh, das sieht so wundervoll aus, ich kann nicht aufhören, Picasso-Bilder zu gucken. Junge, dann ist schon wieder viermal der Schnee über den Onkel Zuckerberg hier geknallt, bis du mal fertig bist. Ich muss nach Hause, Alter. Das war der beste Song. Okay. Den haben wir so lange nicht gehört. Okay, ihr Onkel F***er, ist klar. Ja. Hier, habt ihr die Veränderung. Also, ich habe das viel humanoid gemacht. Alles klar, ich habe es humanoid gemacht. Bumm. Weil der verkackte Schwanz, das klingt jetzt mega merkwürdig, aber der Schwanz ist einfach, der ist einfach blöd im Bild, okay? Der Fokus in dem Bild. Das macht es viel unrealistischer als vorher und es sieht scheiße aus, Punkt. Kleine Veränderung. Jams geile Lache halt durch meine ganze Wohnung. Was hast du getan? Justice for the Schwanz.
Oh, dieser Schwanz ist einfach, der zerstört die ganze Komposition, okay? Ich hab aber auch sofort, er hat mir das gezeigt, ich hab sofort kritisiert. Ich war so, nein! Das war vorher wie so eine Sirene. In Sea of Thieves, diese Wassernixen. Free the Schwanz. Das ist wirklich das erste Bild, was ich überhaupt nicht fühle. Jail. Du solltest nur noch kontroverse Overpaints machen. Leute, es sind nur Füße. Es ist, kommt mal wieder runter. Ich verstehe nicht, wieso du deinen Fetisch immer überall mit einfließen lassen musst. Füße sind das Beste, Leute. Ihr habt es einfach nicht kapiert. Ich kann da nicht mal mehr Füße, was beschreiben. Wenn ein Wesen keine Füße hat, dann ist es nicht sexy. Füße sind wichtig. Ich werde es niemals. Ich bohre mein Kopf ab. Als ob Ariel nicht sexy ist. Was ist, welcher Teil von Ariel ist denn sexy? Das Ding war bei Ursula und hat Füße bekommen. Oh, auch geil. Okay, das Roasten können wir öfter machen. Ja, scheinbar ist das jetzt ein bisschen umgekehrt. Ich finde auch. Du solltest öfter deine schlechten Bilder zeigen. Meine schlechten Bilder? Das ist voll geil. Was wollt ihr eigentlich alle? Das ist voll gut. Nein, ich bleib dabei, Leute. Wir haben jetzt hier ein Element, okay? Und ich werde hier noch ein Element reinmalen. Und dieses Element hier wird Bezug auf diese Action hier unten nehmen. Ne, dann haben wir quasi so ein Dreieck. Das ist Komposition, Leute. Was soll das hier? Also wir haben hier in diesem Bild eine S-Kurve. Wir haben hier irgendwie Shit happening. Der guckt ganz woanders hin und der hat komische Flügel, die so einen W-Shape haben. Also dieser W-Shape ist so krass in meinem Auge. Ich kann nirgendwo hingucken, außer S und W. Wofür soll er stehen, SW? Bündnis Sarah Wagenknecht oder was? I don't know. Das macht keinen Sinn. Dieses Bild ist komplett useless. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Dann mach es halt einfacher, aber lass den Schwanz. Nein, der Schwanz kommt ab. Das ist für mich künstlerische Freiheit. Was ich euch versuche hier zu vermitteln, ist kompositorisches Wissen. Was ihr damit am Ende macht, ist mir egal. Justice for the Schwanz. 100 Bits! Way! Du wirst ja sehen, was ich mit deinen Bildern mache, wenn du mir die schickst, mehr. Weil ich kann mich ja nicht verändern. Ich werde ja nicht einfach wegen euch sagen, ach nee, ihr habt recht, ich verändere das jetzt. Ich weiß ja, dass ich recht habe. So, das ist nun mal so. Es macht halt keinen Sinn, anders kompositorisch. Ich finde, das sieht wack aus, wenn das eine Meerjungfrau ist, die halt nur Schwanz hat. Deswegen war das wichtig für die Figur, dass die... Stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Mel schreibt, Beine machen in der Tiefsee gar keinen Sinn, denn dann kann man nicht so gut im Wasser schwimmen und tauchen. Bro, Mel, hast du schon mal was von diesen Zwischenräumen zwischen deinen Fingern gehört? Wenn ich die jetzt extende, okay, und diese, ne, wie Flossen... was ziehen Taucher denn an, Mel? Mel, was ziehen Taucher an? Ne, die Beine sind quasi Flossen, also die Füße sind Flossen. So, und deswegen ist das Bild absolut geil und ihr habt alle keine Ahnung. Ich frage mich halt, warum studiere ich überhaupt, ne, wenn ihr eh nicht lernen wollt, ihr Dreckigen. Siehst du, alle Stimmen zu gar nichts. Okay, das hier sind die Values von Sarah. Was sagen wir zu den Values von Sarah? Warum mag ich diese Values nicht? Da fängt jemand an, sich die richtigen Fragen zu stellen. Warum ist die Lichtquelle das dunkelste im Bild? Why? That makes no fucking sense. Jam, du Lehrer, Alter. Ja. Bro, es macht keinen Sinn. Eure hellste Farbe, das Licht ist immer die hellste Farbe, Leute. Ich verstehe es nicht. Wie kommt man überhaupt darauf, das dunkel zu malen? Und dann solltet ihr natürlich auch Einfluss auf das Bild haben. Das heißt, diese Stelle hier, ich weiß nicht mehr, wie ich euch helfen soll, wenn ihr so weitermacht. Ich weiß es doch auch nicht mehr, Leute. Dämonen haben mit 300 Bits gecheert. Yes! Das sollte hier heller sein. Und hier, ich weiß nicht, was das für eine Szene ist. Warum alles so grün ist. Ich weiß nicht, warum das Feuer so dunkel ist. Hallo, das ist offensichtlich eine Geisterszene. Ein Geistermädchen mit einem Geisterkerzending und mit einer Geisterflamme. Es macht halt keinen Sinn, wenn du dieses angeleuchtet werden, also das Rote angeleuchtet werden, wenn das dunkler ist als der Rest der Szene. Die sollten schon hell sein. Und der Rest... Der kann meinetwegen, also der muss dann natürlich dunkel sein, weil dieses Licht macht ja nur Sinn, wenn der Rest dunkel ist. Die Values sind hier im Original dunkel, wo doch das Licht von dieser Seite kommt. Das macht keinen Sinn. Values, also Licht und Schatten funktioniert nicht so. Licht und Schatten funktioniert so. Es kommt Licht von einer Quelle, dann kommt Schatten, dann kommt Licht von der zweiten Quelle. Und der Schatten wird sozusagen abgebrochen. Je näher das Licht ist, desto härter ist die Kante. Deswegen mache ich hier ein dunkles Value hin an der Nase, weil da kommt ja ein direktes Licht von der Kerze. Deswegen macht dieser Bereich hier auch gar keinen Sinn. Es macht 0,0 Sinn. Also da ist nicht die Form für Schatten. Es macht keinen Sinn, dass da Schatten ist, ne? Weil da ist ja eine Lichtquelle. So. Also was du machen kannst, ist, hier kommt von vorne kommt das... Das blaue Licht, das grüne Licht, I don't know, was das jetzt genau für ein Licht ist.
dann wird es dunkler, dann geht es in den Schatten und dann kommt wieder was Helles. Das ist möglich, so von den Values her. Oh, Kramer, heute ist viel passiert. Es ist alles irgendwie durcheinander. The Jam hat ein bisschen geroastet, vergisst aber die ganze Zeit, dass er roasten möchte und macht so halbe Overpaints. Naja, also wenn es Sinn macht, was zu erklären. Also wenn ihr was dagegen habt, dann könnt ihr den Onkel Fickerberg Sound abspielen, was ich zu lange brauche. Aber sonst... Den hörst du auch gerne. Ja. Aber ich meine, guck dir das an. Heute ist Legende. Es macht keinen Sinn, dass das halt dunkel ist. An der Stelle, wo Licht kommt, Sarah. Ne, das ist halt ganz wichtig gewesen in diesem Bild. Dass die Stelle, wo Licht hinkommt, dass da auch hell ist von den Values. Ne? Auch dieser Schatten macht deswegen nicht wirklich Sinn. Es macht alles, es sollte natürlich alles dann auch hell sein. Habt ihr das jetzt alle gecheckt? Gibt's Fragen zu den Values? Hat das jetzt jemand nicht verstanden? Falls du es nicht verstanden hast, bist du dumm. Tut mir leid. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Alle wurden belehrt. Gut. Siehst du. Schön. Alles klar. Dann war's das heute. Drei. Wir haben drei gesagt, das war Nummer drei. Okay? Dann habe ich ja jetzt meinen Job gemacht für heute. Ich habe euch heute so viel beigebracht, ne? Krass habe ich euch heute beigebracht. Wow. Boah, heuer habe ich euch richtig was beigebracht. Wurde noch nie so beigebracht. Ich habe was gelernt und bin nur kurz dabei gewesen. Siehst du, Sarah hat ja heute eine lehrreiche Stunde, war ganz kurz da. Was ist das für ein kranker Stream? Kann mir Gwen was beibringen? Ich habe leider keine Talente. Also für mich gibt es zwei Kategorien von Künstlern. Und je nachdem, wie ich euch behandle, wisst ihr, welche Kategorie Künstler ihr seid. Nämlich? Ach, das soll ich jetzt auch noch verraten. Das erklärst du nicht? Ich dachte, ich lasse das mal im Raum stehen. Ich hätte jetzt eingeworfen, es gibt drei Kategorien Künstler. Ja. Die zwei, die Jam meint, und es gibt noch mich. Egal, was ich mache, Jam ist begeistert. Du bist ja auch mein Baby bei. Jam, bitte einen Döner mit alles und scharf. Geh zu meinem Onkel Bartschatten. Das neue Design erinnert mich an Dönerbude. Das erinnert dich an Dönerbude? Achso, ja, der Hut, den kann ich verstehen. Ja, jetzt hier so. Einfach Döner mit alles. Okay, Chef, okay. Und immer mit so einem Fake-Grinsen auch so. Ah, ja, okay. Wollen Sie Tzatziki? Okay. Ja. Kramer schreibt, ich bin auf den Server gekommen, um Zeichnen zu lernen. Jetzt habe ich Zeichnen verlernt. Tut mir leid, aber dafür kannst du jetzt malen. Und dann nennst du den nächsten Kunden auch Chef und ich bin verletzt. Tja. Jam kann das ein bisschen zu gut. Ja, das liegt in meinem Gen. Ja, es ist was Genetisches. Okay? Viertel nach machen wir weiter. Also wir sind jetzt noch hier, aber ich habe Hunger. Den kannst du noch nicht spielen, oder? Bei Sea of Thieves heißt unsere Schaluppe die Coconut. Ja. Wegen dem Song. Ja, Sea of Thieves. Ja, bitte nach, Leute. Hann. Ich sehe heute wirklich aus wie dieser Gnome. Du siehst wirklich aus wie ein Gnome. Ich bin kein Gnome. Guckt jetzt einfach mal ganz kurz hier. Hat der etwa abgeschmatzt? Ich doch nicht. Vorabgeschmatzt. Boah, das kennt doch keiner mehr, ne? Sind alle drin, die jetzt mitspielen wollen, dann starte ich nämlich jetzt. Alle gucken kurz auf meinen Bildschirm, okay? Oh, jetzt habe ich mit Zeit gemacht. Okay, nicht auf meine, also, sorry, ist mit Zeit jetzt. Undiscovered an landlebende Landanimals, ne? Undiscovered, ich kann kein Englisch, aber ihr wisst Bescheid, ne? Das sind Landtiere, verrückte Landtiere, die noch unentdeckt sind, bitte. Ist das Thema. Es ist irgendwo ein Vogel, aber auch irgendwo nicht. Vor allem bekannt dafür, dass es die Hausaufgaben für andere Tiere macht. Mein Tier ist gelb, Leute. Es ist nicht Waldo. Sonst wäre er ja nie gefunden worden, Sarah. Denk doch mal nach. Entschuldigung. Oh mein Gott. Auf jeden Fall eine Art Gorilla. Die E-Girl Twitch-Streamerin postet. Und, hä, was habt ihr alle? Was ist los? Und es ist ja leider auf Zeit jetzt hier. Ich habe ja jetzt Zeitdruck. Die gleiche. Aha. Aha, ist gut. Gwen, Jam hat Druck. Sarah, du wirst gleich gebongt. Außerdem, warum muss denn Gwen immer ran? Von euch kann das auch mal jemand übernehmen. Wir haben einfach nur blau und weiß, ne? Das ist natürlich offensichtlich ein Schalke-Fan. Guck kein Fußball, ich mag kein Fußball. Das ist jetzt das neue Schalke-Logo. Fertig, jetzt habe ich länger gebraucht. Es wird der Schwanz. Ah, das wird... Okay, dann lasst uns mal gucken, Leute. Wir gucken jetzt erstmal so und immer wenn ich das Bild für okay halte, gucken wir weiter. Ne? Dann switche ich wieder. Okay, egal. Wir vertrauen Bartschatten jetzt einfach. Oh, wow. Das sind viele Nippel. Ja, das ist... Doch, finde ich, ist ja angekommen. Die Nippel für Schlangengiraffe. Die Nippelschlangen... Ich glaube, ich bin fein. Den will ich nicht ins Cover schreiben, Liliane. Free the Nipples to Herz, genau. Ist das, warte mal, hat er auf eine ganz natürliche Art und Weise diese
Ja, Schellen, ich wollte auch gerade sagen, so Becken. Ja, die Becken. Ja, ist das, schon, das würde ich auch nicht discovern wollen. Ja. Das kann undiscovered bleiben. Okay, das ist okay, Bartschatten. Also, Gebiss ist ein bisschen... Es ist garstig. Es ist garstig. Und das will ich echt nicht entdecken. Oh Gott. Mein Gott, es ist ein Vogel. Es ist ein Vogel. Oh, das kann nicht fliegen. Es hat keine Flügel. Naja, weil es halt nackt ist, an Federn sind ausgefallen. Deswegen guckt es ja auch so. Oh, das habe ich von dir bekommen. Ja. Was denn? Du hast meine Farben gar nicht richtig fortgeführt. Gar was? Ja, nur ein bisschen. Es ist das Uwu Girl Sub Elefanten Gorilla. I don't know. Aber subt jetzt rein. Schneckenkatze. Mhm. Ich hatte kurz Hoffnung. Das sieht ganz falsch aus. Ja. Das sieht ganz falsch aus. Das sieht ganz falsch aus. Das sieht aus wie Pokémon. Das sieht geil aus. Jetzt ist es widerlich. Flipflops. Und es hat nur drei Beine. Ihr seid ja mega kreativ. Oh, der dreiköpfige weiße Drache mit eiskaltem Blick. Oh mein Gott, ist das gewesen? Ach, es ist der Schalke-Fan. Es ist der Schalke-Fan, oh Hydrosaurus. Was ist das für ein Bauch einfach? Oh. Das ist ein Bockkopf. Das ist ein Truthahnenkörper. Und ein... Oh. Das sind die Füße das von meinem Opa. So das ist so, oh Gott, das. Also Leute, wenn das nicht ein Abbild von Satan ist, weiß ich auch nicht. Müssen wir das? Muss man das sofort weiterleiten? Kriegen wir Ärger vom Papst, wenn wir das nicht sofort machen? Also wie ganz offensichtlich. Wie schreibst du den Papst denn? Hallo, Herr Papst. Ja, ganz einfach. Papst, Telefonnummer. Da. Siehst du? Hier, Kontakt. Siehst du, können wir eine E-Mail schreiben. Ach, easy. Und hier, Anruf. Guck, 0039 066982. Ruft jetzt beim Papst an, Leute. Sagt ihr Bescheid, dass wir Satan gefunden haben. Wir haben den Antichristen gerufen. Das sieht auch so cursed aus. Ja. Der kriegt gleich 20 Euro Anruf auf einmal. Ja, Mann. Aber angerufen hat aufgelegt. Das ist ein Cowboy. Ach, du hast gezeichnet. Oh, sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Nein, wir sind mit den Gnomen verbündet. Bann mal direkt Shadow, bitte. Ich meine, guck dir an, was Leviana hier für Sachen malen. Hat was. Finde ich gut. Das sind die Ergebnisse. Undiscovered Overwater Animals. Ja. Ich glaube, es ist gut, dass die noch keiner entdeckt hat. Ja. Ich sehe wirklich nichts, was ich gerne treffen würde. Ja, wir machen jetzt Schluss für heute. Ja, wir machen jetzt Schluss. Ich spiele jetzt noch ein schönes Gute-Nacht-Lied. Bis dann, Leute. Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Es war sehr schön heute. Ja, ihr seid alle wertvoll und wundervoll und ganz toll. Und da ist jetzt der Kuffeeling. Er kam aber verspätet. Ja, Bartschatten, wir machen hier Feierabend. Jem ist ein Mädchen. Jem ist weder noch. Mel fragt, ob du das alte Digimon-Opening spielen kannst. Was ist denn das alte? Weiß ich nicht. Traum, denn er wird wahr, geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Was? Hat der geheime Spender schon wieder gespendet? Nein, oder? Das war doch gerade Attack on Titan, oder? Nein, das war nicht Attack on Titan. Jonades schreibt Mittwoch und Freitag Lieblingstage in der Woche. Dankeschön. Ciao, Liviana. Ciao an alle anderen. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Bye-bye.